Wir haben uns dazu vor 2 Wochen das erste Mal hier getroffen. Es waren so 100, 120 Personen da, die ihren Protest ausdrücken wollten dagegen, dass man Menschen vertreiben will, indem man ihnen die Bänke unter dem Hintern wegbaut. Wir sehen darin keine Lösung, wie wir eine Stadt entwickeln, wie wir unsere Stadt Stuttgart entwickeln sollten, weil wir finden, dass der öffentliche Raum allen Menschen gehört und nicht nur Einzelnen. Und dann entstand beim letzten Mal die Idee, dass wir weitermachen wollen, uns zusammenfinden wollen, um darüber zu diskutieren, wie wir uns zum einen ganz konkret beim Thema der Sitzbänke hier unten auf der Königstraße organisieren können, um das vielleicht noch zu verhindern. Und zum anderen darüber zu diskutieren, wie wir uns grundsätzlich in der Stadt Stuttgart dafür einsetzen, dass der öffentliche Raum und die Stadt allen Menschen gehört und nicht der einzelne wenige bestimmen darüber, wie die Stadt sich entwickeln soll und was mit den Bänken, was mit dem öffentlichen Raum, was mit Plätzen passieren soll. Die Idee ist, dass wir heute zusammen sind und wir Ideen, die wir haben, aufschreiben, aufhängen an dieser Wäscheleine, darüber diskutieren, Namen sammeln all derjenigen, die an diesem Thema weiterarbeiten wollen und mitmachen möchten, um eben sozusagen in den nächsten Wochen und Monaten zusammen eventuell einen Aktionskreis, ein Bündnis zu schaffen, indem wir uns mit diesem Thema Recht auf Stadt oder wem gehört die Stadt auseinandersetzen. Das ist die Idee heute, warum wir hier nochmal zusammengekommen sind, und um den Faden noch nicht abreißen zu lassen über Weihnachten und zu sagen, dass wir es dann wieder vergessen haben im neuen Jahr. Ich warte noch eigentlich auf die Nadja von der Young Caritas. Genau, sie kommt noch, sie schütteln. Weil ihr wisst ja, es gibt noch gleichzeitig zu der Aktion, die wir hier hatten vor Ort, hat die Caritas oder die Jugendorganisation der Caritas parallel eine Aktion gestartet, indem sie aufgerufen haben, dem Bürgermeister Scheirer, der Ordnungsbürgermeister, der zuständig ist dafür, die Bänke hier abzubauen, den sozusagen dazu aufgerufen, E-Mails zu schreiben mit Ideen, was mit dem Geld passieren kann, das ein Umbau der Bänke kostet. Zur Erinnerung, dieser Umbau der Sitzbänke hier unten, also dieser 4 Rondelle, kostet von entweder 14.000 Euro in dem einen Modell bis zu 44.000 Euro. Und wir haben zusammen im Gemeinderat mit Laura Halding-Hoppenheit, die auch mit mir im Gemeinderat sitzt für die Linke, gesagt, dass mit 44.000 Euro ein Sozialpädagoge, ein Sozialarbeiter finanziert werden kann, der ein ganzes Jahr lang alleine nur hier sitzt und sich um die Menschen kümmert, die an diesen Bänken sitzen und eben länger sitzen wie nur die klassischen 10 Minuten, wofür die Bänke gedacht sind. Somit könnte mit diesen 44.000 Euro sehr viel mehr passieren, wie einfach nur Bänke abbauen und die sozusagen umzugestalten.